Heute mache ich Salatsuppe, eine siebenbürgische Spezialität, die man meistens in der Frühlingszeit gemacht hat, wenn man viel Salat im Garten hatte. Heutzutage kann man das ja durchgehend machen, weil Kopfsalat bekommt man ja überall immer oder fast immer. Und ich werde das doppelte Rezept zubereiten. Die Mengen sind bei mir halt doppelt, halb groß in einem großen Topf. Aber ihr entnehmt für 5 bis 6 Personen halt das Rezept, was unterhalb vom Video steht, die Mengenangaben oder dann das detaillierte Rezept, wie immer auf der Facebook-Seite unter Helgas Leckereien. Ich brauche etwas Öl. Ich nehme jetzt immer Keimöl, 2 Esslöffel, eine große Pfanne und ein bisschen Butaris. Bei mir ist es schmelzfein, das ist egal. Und das brauche ich für den Eierkuchen. Dann brauche ich dafür Eier, Salz und Pfeffer. Dann brauche ich noch einen großen Topf. Da habe ich jetzt auch 1 Esslöffel Öl auf den Boden gegeben und viel Blattsalat. Ich habe da 3 verschiedene Sorten. Man kann nur Kopfsalat nehmen und Knoblauch. Ich habe jetzt hier 2 Zehen und frischen Knoblauch vom Garten. Man kann auch nur 2 Knoblauchstangen vom Garten nehmen, wenn man das im Garten hat. Und dann zum Schluss. Für die Bindung brauche ich 1 bis 2 Esslöffel Mehl, nicht zu viel, dass die Suppe nicht zu dick wird, etwas Milch und für die Säure brauche ich ganz normalen 5%igen Altmeister, habe ich jetzt Essig. Und dann nehme ich noch die Gewürzpaste aus dem Kühlschrank, die ich vom Thermomix mache oder ein bisschen Tellofix, gibt halt einen sehr guten Geschmack noch der Suppe. Manche, die braten auch Speckwürfel an. Ich lasse die Speckwürfel, weil meine Kinder das nicht so gern mögen. Deswegen lasse ich das bleiben und mache wirklich nur den Eierkuchen. Ich zeige euch, wie ich das mache. Und natürlich kann man diese Mengen auch in kleinen Mengen vorbereiten. Dann halbiert man oder drittelt man das Rezept. Zuerst erhitze ich die Butter in der Pfanne. Und das Öl. Und während dies jetzt ein bisschen aufheizt, kann ich die Eier mit Salz und Pfeffer würzen und zusammenrühren. Das verschlage ich jetzt so und dann kommen die in die heiße Pfanne und dann wird so ein Eierkuchen gemacht, den wende ich dann auch von beiden Seiten und dann lasse ich die Pfanne den fertigen Eierkuchen einfach stehen und fange dann mit dem Salat an, mit der Suppe. Jetzt probiere ich diesen Eierkuchen zu wenden. Wenn man jetzt eine kleine Pfanne hat, also nur das Rezept halt macht, dann kann man das ja mit Hilfe von eines großen Tellers oder Kuchenretters, wie auch immer. Aber ich in dieser großen Pfanne, egal wie, werde ich das nicht schaffen. Und dann halbiere ich mir es. Es kommen ja eh Würfel nachher geschnitten, also das macht ja dann gar nichts aus. Ganz vorsichtig halbiere ich mir. Lieber mit Holz, da das eine beschichtete Pfanne ist. So, und jetzt werde ich probieren zu wenden. Genau, super, genau der richtige Zeitpunkt. Und dann kann es auch von unten noch schön so braun-rötlich anbraten und dann ist der Eierkuchen schon fertig für die Suppe. So, jetzt dauert es aber nicht mehr so lang, nur ein paar Minuten, 1-2 Minuten.
Nun schaue ich nach. Ich habe zurückgedreht meinen Herd. Nicht mehr ganz hoch. Schaut gut aus. Ein klein bisschen und dann kann ich die Pfanne beiseite stellen und mit dem Topf anfangen. Jetzt ist der Eierkuchen schön fertig. Jetzt gebe ich ihn beiseite, lasse ihn abkühlen, während ich Salat im Topf koche. Und dann kann ich, wenn er ein bisschen abgekühlt ist, mit einem Holzmesser, weil ich eine beschichtete Pfanne habe, so kleinere Würfel schneiden, was dann später in die Suppe dann kommt, in die Salatsuppe. Jetzt kommt es rüber. Hier kann es auch stehen bleiben. Und nun kommt der Topf. Wie gesagt, hier habe ich jetzt nur einen Esslöffel Öl unten drinnen. Und wenn dies jetzt heiß wird, also das heißt, ja, wenn es leicht erhitzt wird, dann kommt mein Salat rein. Den brate ich ein bisschen an und dann fällt er sehr stark zusammen. Und das grüne Wasser, was sich da bildet, das schütte ich ab, so gut ich kann. Und nachher fülle ich dann frisches, heißes Wasser, habe ich mir schon vorgekocht im Wasserkocher, gebe ich dazu. Und dann würze ich und gebe Knoblauch rein. Und so weiter. Ich zeige euch das, wie ich es mache. Jetzt ist der Salat, der viele Salat, in sich zusammengefallen. Mein Wasser ist nicht grün wie normal, sondern rötlich, da ich ja einen Salatkopf hatte, wo die Zacken, so ein gezackten, wo auch rot war. Aber das macht ja nichts, dem Geschmack tut es ja nichts. Jetzt werde ich das Wasser trotzdem abseihen und nachher frisches Wasser dazu. Ich zeige euch das. Würde ich es jetzt abseihen. Wenn ihr nur grünen Salat habt, dann habt ihr diese rötliche Farbe nicht, dann ist sie halt grün. Noch ein klein bisschen und dann kann ich mit der Suppe loslegen. Nun gebe ich frisches Wasser zum eingefallenen Salat. Ungefähr so, dass der Topf so, ja, gut halbe wird. Denn ich muss ja bedenken, da kommt ja noch Eierkuchen und dann kommt auch noch Milch mit Mehl, was ich halt glatt rühre, die Bindung dazu. Ein klein bisschen kann ich noch reingeben, aber der Topf, der sollte auf keinen Fall voll sein. Jetzt gebe ich alle Zutaten mit rein. Gebe den Deckel drauf und lasse es noch so 10 bis 15 Minuten köcheln. Und in der Zwischenzeit schneide ich dann den Eierpfannkuchen. Also, ich habe jetzt hier Bärlauchöl und das passt sehr gut. Deswegen werde ich jetzt 2 Teelöffel Bärlauchöl geben. Das ist wirklich nur optional. Das muss man nicht. Das ist jetzt ja Zufall, dass ich das wirklich vor ein paar Wochen gemacht habe.
Dann gebe ich von meiner Gemüsepaste, von der selbstgemachten vom Thermomix. Die ist ja sehr salzig, aber für die doppelte Menge kann ich auf jeden Fall 3 große Teelöffel geben. Und dann kommt der Knoblauch rein. Und ich werde hier jetzt 3 Knoblauchzehen brauchen. Normal braucht man eine dicke, wenn man das Rezept 1 bis 2. Jetzt in jede Suppe, in jeden Eintopf gehört eine Prise Zucker, das neutralisiert. Allerdings muss man dann bedenken, wenn man das reingibt, die Suppe schmeckt besser, wirklich nur eine Prise. Aber man kann sie jetzt nicht 3-4 Tage halten, dann muss man sie innerhalb von 2 Tagen schon essen. Es sei denn, man hätte sie dann im Kühlschrank, dann geht es auch noch am dritten Tag. Aber ich mache sie ja, dass sie auch aufgegessen wird. So, noch Pfeffer habe ich vergessen. Also wenn ihr die Gemüsepaste nicht habt, die selbstgemachte, dann könnt ihr Suppengewürz nehmen oder diese Brühwürfel, die man bekommt. Nur müsst ihr aufpassen, dass ihr die Suppe nicht versalzt. So, hier ist jetzt, sage ich mal, kaum Fettgehalt in dieser Suppe. Das bisschen, wo ich jetzt rein habe von dem Bärlauchöl, aber das ist ja mini, das ist wenig. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann lassen wir es köcheln ungefähr 10 bis 15 Minuten. Ich habe die Suppe ein bisschen abgeschmeckt. Mir braucht es noch ein bisschen normales Salz, weil ich habe noch kein Salz rein, nur die Gemüsepaste. So, das müsste jetzt reichen, lieber probiere ich dann später. Warum köchel ich dies noch 10 bis 15 Minuten? Damit der Knoblauch Aromen abgeben kann. Und nachher nehme ich den Knoblauch dann schön raus und dann kommen die Eierwürfelchen mit in die Suppe. Ich kann schon für die Bindung auch alles vorbereiten. Während die Suppe jetzt köchelt, schneide ich mir die Würfel. Entweder man nimmt ein Holzmesser, wenn man eine beschichtete Pfanne hat, oder man nimmt so ein Plastikmesser wie ich. Ich probiere es jetzt mit beiden. Jetzt ist der Blattsalat genug gekocht. Jetzt werde ich mir die Knoblauchzehen rausfischen. Ich weiß ja, wie viele ich rein habe. Und nachher kommen dann die Eierwürfelchen mit in die Suppe. Nun habe ich sie endlich alle rausgefischt. Jetzt kommen meine Würfelchen rein in den Topf. Dann lasse ich dies auch noch, dass es richtig aufkocht, dass das richtig heiß ist. Und dann kommt die Bindung und dann schmecke ich die Suppe ab und fertig sind wir. Wenn man nicht nur Milch nehmen will, dann kann man auch noch einen Schuss Sahne dazugeben in
das Mehl-Milch-Gemisch. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Ich sage es euch, vielleicht gebe ich auch noch einen Schuss, aber eigentlich ist es mir fett genug. Eigentlich kann ich es auch nur mit Milch belassen. Dies ist halt jetzt vegetarisch quasi, aber wie gesagt, wenn jemand Speckwürfelchen zuerst lassen will in der Pfanne und dann erst die Eier dazugeben will, dann darf er es gerne tun. So, Deckel drauf, noch einmal aufkochen und dann kann die Bindung rein. Nun ist es soweit, ich habe die Suppe ein bisschen abgeschmeckt und musste feststellen, dass ich noch ein Teelöffelchen Salz nachgeben musste. Das muss man dann immer, da muss man vorsichtig sein, dass man nicht zu viel salzt, aber auch genug, dass es dann auch schmeckt. Wichtig ist, bevor ich die Bindung rein, wenn man ein bisschen Sahne noch mit dazu gibt oder nur die Milch, so wie ich, dass die Milch nicht ganz kalt ist, denn sonst kann die Suppe flocken. Das ist wirklich wichtig. Und ich habe gesehen, in den gehobenen Restaurants kommt man immer mehr auf die alten Sachen zurück. Und zwar wird dort die Salatsuppe mit einem Pürierstab püriert, bevor man die Eierstückchen reingibt. Dann hat man eine Cremesuppe, eine Salatcremesuppe mit Eierstückchen drinnen. Ich liebe das so, wenn ich auch Salat im Teller habe und deswegen koche ich es so, wie ich es von meiner Oma und von meiner Mutter gelernt habe. Ich mache es jetzt immer so, dass die Suppe wirklich nicht flockt. Nehme ich immer von dieser heißen Suppe ein bisschen in das Schüsselchen, wo ich Mehl und Milch gerührt habe, dazu und mache so einen Temperaturausgleich, dann gerinnt mir die Suppe nicht. Dann flockt zumindest grob nichts mehr. Und wenn ich das dann habe, dann gebe ich sogar 2 Esslöffel oder jetzt in meinem Topf, mein Topf, der hat fast 8 Liter, also 7 Liter, wenn er ganz voll ist, 7,5, dann gebe ich auf jeden Fall den Essig auch mit hier dazu, nicht direkt in das Heiße. Jetzt habe ich mal 3 Esslöffel, es kann sein, dass ich noch einen Esslöffel bei mir hinzugeben muss. Und wichtig ist jetzt, wenn ich dieses reingebe, dass ich rühre und dass die Suppe wirklich noch 1-2 Minuten richtig aufkocht. Das ist sehr wichtig. Warum? Dass das Mehl sich verbindet und man schmeckt dann diesen Mehlgeschmack nicht mehr. Es sind ja zwar nur 2 Löffel, aber die Bindung, die ist auf jeden Fall da im Topf. Wenn man jetzt nur die Rezeptzutaten nimmt, dann nimmt man nur einen gehäuften Esslöffel Mehl. So, jetzt wird die Suppe nur noch abgeschmeckt und dann kann sie schon mit Baguette serviert werden oder einfach nur mit Brot oder gar kein Brot, jeder so wie er es möchte. Dies ist meine Variante von Salatsuppe. Jetzt hat sie richtig aufgekocht und ist fertig. Jetzt kann ich sie weg vom Herd und kann schon servieren. Jetzt kann die Suppe serviert werden. So sieht sie aus. Jetzt ist sie jetzt wirklich noch heiß. Die kann noch ein bisschen stehen im Teller und dann können wir sie genießen. Nun ist die Suppe fertig. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann dürft ihr mir ein Like geben. Ihr dürft mich kostenlos abonnieren. Ihr dürft es gerne nachkochen. Und wenn ihr es nachkocht, dann wünsche ich euch gutes Gelingen auch beim Abschmecken. Und ich sage euch, es ist eine sehr, sehr leckere Suppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.